Ja, jetzt am 32. politischen Aschermittwoch hier in der Jahnturnhalle in Ried im Innkreis in Oberösterreich. Und mit tosendem Applaus wurde er jetzt gerade empfangen. Norbert Hofer, Sie sind natürlich heute auch wieder hier in Ried im Innkreis. Was erwarten Sie heute von der Rede von Herbert Kickl? Es ist der politische Aschermittwoch. Es muss eine deftige Rede sein. Deswegen sind auch alle gekommen. Und ich bin schon sehr gespannt, welche besonderen Pointen es geben wird. Es geht ja nicht nur um Pointen, es geht ja auch darum, was kritisiert man am Aschermittwoch meistens auch an den anderen Parteien. Was glauben Sie, werden die Hauptaussagen von Herbert Kickl heute sein? Es wird das sein, was jeder von uns auch jeden Tag im privaten Umfeld erlebt. Nämlich, dass es große Sorgen gibt, was die Zukunft von Österreich anbelangt, was die Wirtschaft anbelangt, die Industrie, die Arbeitsplätze, die Inflation und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt sehr, sehr viel zu tun in diesem Land. Und ich hoffe, dass wir bald Wahlen haben werden, um diese Probleme auch anpacken zu können. Das heißt, Sie glauben, es wird wieder Tiefschläge geben seitens Herbert Kickls in Richtung Nehammer, Babler und Konsorten? Naja, also Tiefschläge. Ich meine, es gibt ja auch in der Politik Mitbewerber, die sich selbst jeden Tag mit Tiefschlägen eindecken. Ich habe erlebt in den letzten Monaten bei den anderen Parteien, dass da wechselseitig in den Parteien ganz heftige Tiefschläge waren. Und das ist eben der Unterschied bei uns. Wir halten als Freiheitliche zusammen und das macht uns so stark.